Herzlich willkommen zu dem Video, so erkennst du, ob sich dein Engel gerade bei dir befindet. Wenn du einen Engel hast, erfährst du im Folgenden, durch welche alltägliche Dinge sich das Dasein von deinem Engel bemerkbar macht. Zu Beginn erscheint ein Engel in kleiner Form, wenn sie sich anerkannt und geschätzt fühlen, immer mehr. Ein Engel hinterlässt Hinweise, die einen Menschen in die richtige Richtung stoßen sollen. Mit der Zeit kommen sie immer häufiger vor. Wenn man sie wahrnimmt, wird der Engel immer näher kommen und sich immer wohler fühlen. Hier sind für dich einige Zeichen, die dir verraten, dass dein Engel gerade bei dir ist. Federn. Das Finden von Federn ist ein großes Zeichen der Engel. Federn sind nicht nur ein großes Zeichen, sondern auch etwas, womit der Engel sein Dasein und seine Treue ausdrückt. Auch Vögel haben Federn, deshalb sollte man auf die Farbe achten. Die Federn eines Engels sind, wie man es schon vielleicht denken kann, weiß. Wolken. Ein weiteres Zeichen wird oftmals durch die Wolken ausgedrückt. Auch wenn es sich komisch anhört, aber wenn man schon mal eine Wolke gesehen hat, die eine bestimmte Form eines Objekts hatte, sei es ein Engel, ein Herz oder etwas anderes, dann kann man sich sicher sein, dass der Engel gerade in diesem Augenblick bei einem war. Düfte. Der Duft ist ebenfalls ein beliebtes Element eines Engels. Kennst du das, wenn du einen süßlichen Duft in deiner Nase hast, aber nicht weißt, woher dieser kommt? Die Kraft des Duftes wird von Engeln gerne dazu genutzt, um sich bemerkbar zu machen. Sei es der Duft von Schokolade, von Blumen oder einem bestimmten Parfüm eines verstorbenen Familienangehörigen. Gerade letzteres kommt vor, wenn bereits gestorbene Menschen aus dem Umkreis als Schutzengel über einem wachen. Du solltest dich nur nicht täuschen lassen, denn ein schrecklicher Duft ist definitiv kein Zeichen eines Engels. Musik. Auch wenn sich das vielleicht auf dem ersten Moment seltsam anhört, kann ein Engel sich durch Musik ausdrücken. Es können entweder immer wiederkehrende Songs oder eine Reihe von Songs mit einem ähnlichen Thema sein. Manchmal verspürt man vielleicht die Lust auf ein Lied, das man seit 10 Jahren nicht mehr gehört hat. Das kann durchaus ein Zeichen sein. Münzen. Ist es dir mal aufgefallen, wie oft man zufällig eine Münze auf der Straße findet? Kann es so oft passieren, dass Menschen Geld verlieren? Einige Menschen sind der Meinung, dass gefundenes Geld ein Zeichen eines Engels ist. Der Schein des Lichts. Engel sind bekanntlich Wesen des Lichts. Wenn man starke Lichtstrahlen sehen kann, die nicht unbedingt von der Sonne kommen, kann es ein Zeichen sein. Unerklärliche Lichtströme oder ein heller Stern, der die Aufmerksamkeit erregt, kann ein Indiz dafür sein. Als Selbstexperiment kann man in so einer Situation die Augen schließen. Wenn das Licht immer noch da ist, ist es vielleicht der Engel. Das Licht steht in dem Fall als Symbol für Heilung, Erhebung und Rejuvenation. Temperatur. Die Temperatur kann ebenfalls eine große Rolle bei der Erscheinung eines Engels spielen. Du wirst dieses Gefühl sicherlich kennen, wenn es plötzlich warm um dich herum wird oder du von dem einen auf den anderen Moment auf einmal Schüttelfrost hast, vielleicht sogar mit einem leichten Druck auf deinem Kopf oder Schultern. Auch das kann ein Zeichen dafür sein und sollte nicht als negativ gesehen werden. Gefühle. Wenn du alleine bist und ständig das Gefühl hast, dass jemand im Raum ist oder sogar gerade an dir vorbeiging, kann es sich ebenfalls um einen Engel handeln. Damit wird ausgedrückt, dass man nie alleine ist. Auch wenn du zum Beispiel in einem Buchladen bist und ein Buch aus dem Regal fällt und dich erschreckt, kann das ein Werk eines Engels sein. Passiert übrigens ganz oft in Filmen und Geschichten so einfach aus dem Nichts. Stimmen. Zu guter Letzt dringen Engeln gerne in den Verstand ein. Wenn du plötzlich eine Stimme oder Geflüster in deinem Kopf hörst, kann es ein Besuch sein. Du solltest dich nicht schämen, deinen Engel darum zu bitten, lauter zu sprechen. Wenn er da ist, möchte er dir vielleicht Trost und Ruhe schenken. Ich würde sagen, genug den Begriff Engel benutzt. Jetzt bist du dran. Hattest du schon mal Erfahrungen mit deinem Engel? Vielleicht hast du auch schon mal einer dieser Symbole von deinem Engel erlebt oder es auf eine andere Art und Weise gespürt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Zu guter Letzt würde ich dich darum bitten, die Glocke neben dem Abonnier-Button zu aktivieren, damit du immer wieder benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Wenn du mich noch nicht abonniert hast und meine Videos trotzdem sehen möchtest, kannst du die Glocke ebenfalls aktivieren. Hier ist ein Bild, das dir zeigt, wo du die Glocke auf deinem Rechner oder Smartphone findest. Das hilft mir nicht nur, den größten Teil meiner Zuschauer zu erreichen, sondern auch, dass mehr Leute auf meine Videos aufmerksam werden. Und genau das würde mir sehr viel helfen. Ich bedanke mich schon mal dafür und natürlich fürs Zuschauen.